Die politische Situation im späten Mittelalter war recht spannend und das Heilige Römische Reich war geprägt von einer politischen Auseinandersetzung zwischen den Dynastien der Wittelsbacher, der Luxemburger und den Habsburgern. Die Goldene Bulle ist sicher eines der bedeutendsten Dokumente des europäischen Mittelalters. Auf ihr fußt die gesamte Verfassung des Heiligen Römischen Reiches. In ihr wird festgelegt, wie der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu wählen ist und wer ihn wählen darf, und ist seit einigen Jahren Weltdokumentenerbe der UNESCO. Seine allerhöchste apostolische Majestät, Robert Heinrich I., Kaiser von Österreich. Seit 2007 empfängt der Schauspieler Robert Palfrader in seiner Rolle als Kaiser Prominente und kommentiert das gesellschaftliche und politische Tagesgeschehen. Guten Morgen. Morgen. Servus, Thomas. Servus, Robert. Grüß dich. Ich bin seit 11 Jahren Kaiser von Österreich. Also im Fernsehen. Wie das bei mir funktioniert hat, weiß ich, aber wie hat das bei meinen Vorgängern funktioniert? Kann dir gratulieren, du bist im richtigen Haus gelandet und wir werden diese Frage auch klären. Mhm. Schau mal, da oben ist die Goldene Bulle Karls des Vierten und die erklärt uns, wie man zum König wird. Und die ist hier im Haus? Die ist hier im Haus und du kannst sie dir auch ansehen. Ich darf sie sehen? Du darfst sie sehen, komm, wir gehen in den Speicher. Seit dem 10. Jahrhundert bildet sich in Mitteleuropa ein Machtkomplex heraus, das Heilige Römische Reich. Herrscherdynastien rivalisieren, Fürstentümer stellen Ansprüche. Die Königsfolge ist ab 911 durch freie Wahl bestimmt. Wahlberechtigt sind die sogenannten Kurfürsten. Es gab immer Kurfürsten, war nie geklärt, wie groß die Anzahl der Kurfürsten gewesen ist und wer jetzt eigentlich ein Kurfürst gewesen ist. Es gibt da immer verschiedene Ansprüche auf dieses Kurfürstenamt. 1298 mit dieser Urkunde, mit der Albrecht I. zum König gewählt wurde, da findet man dieses Kurfürstenkollegium zum ersten Mal richtig ausdifferenziert. Auch in der Zahl, es sind 7 Kurfürsten. Es ist auch die erste Urkunde, an der diese 7 Kurfürsten auch ihre Siegel hängen, sodass man hier sagen kann, da sieht man zum ersten Mal dieses kurfürstliche Wahlkollegium ausgebildet. Doch das heißt noch lange nicht, dass damit die Königswahl eindeutig geregelt ist. Und so kommt es im Jahr 1314 zu einer kuriosen Situation. In dieser Zeit machen sich sowohl der Wittelsbacher Ludwig der Bayer als auch der Habsburger Friedrich der Schöne Hoffnungen auf den Thron des Heiligen Römischen Reiches. Beide ziehen nach Frankfurt, lassen sich dort von jeweils 7 Kurfürsten wählen und werden zeitgleich gekrönt. Hallo, ich bin Robert. Hallo, servus, Katrin. Servus. Was haben wir da? Das ist eine Urkunde aus dem Jahr 1314, wo dem Papst in Rom angezeigt wird, dass Friedrich der Schöne, ein Habsburger, zum König gewählt wurde. Das wäre eigentlich ein ganz normaler Vorgang, aber da gab es nur ein winziges Problem. Es wurde nämlich nicht nur Friedrich der Schöne zum König gewählt, sondern mehr oder weniger gleichzeitig Ludwig der Bayer, der Wittelsbacher, auch zum König gewählt. 2 Könige geht sich aber nicht aus, oder? Nein, ist einer zu viel. Ist einer zu viel. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum man dann eine Wahlordnung braucht, warum man eine goldene Bulle überhaupt braucht, damit es eben nicht zu solchen problematischen Situationen kommt, weil das natürlich auch eine gewisse Destabilisierung des Reichs darstellt. Wenn es da 2 Könige gibt, dann kann das natürlich zu Unruhen im Reich führen, das kann zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen, hat es in diesem Fall auch, und das möchte man natürlich vermeiden. Ja. Friedrich der Schöne und sein Cousin Ludwig der Bayer stehen sich schließlich 1322 auf dem Schlachtfeld gegenüber.
Ludwig siegt und lässt Friedrich sogar ins Gefängnis sperren. Ludwigs Herrschaft ist aber trotz des Sieges nicht gesichert. Und so kommt es 3 Jahre später zu einem weiteren Kuriosum in der Geschichte, einem Doppelkönigtum. Wir schauen uns jetzt den Münchner Vertrag von 1325 an. Ein hochinteressantes Dokument. Ist der Vertrag abgeschlossen zwischen da Ludwig der Bayer, ja, und hier Friedrich der Schöne, beide dargestellt als Könige auf diesen Siegeln. Was hier in der Urkunde beschlossen wird, das ist wirklich ganz bemerkenswert. Wenn wir hier zum Beispiel lesen, dass wir das Römische Reich, dazu wir beide erwählt, mit einem anderen gleich als ein Person, einer nicht passt dem anderen, jedweder mehr noch minder besitzen, haben, pflegen und handeln sollen. Also sie sind quasi wie König, wie eine einzige Person. Mhm. Sie halten ein gemeinsames Gericht, sie sollen Lehen gemeinsam verleihen und der eine kann im Namen des anderen handeln. Es gibt ja ein ganz hübsches Beaumont, was die beiden Herrschaften hier betroffen hat, das aber nicht in der Urkunde, glaube ich, drinnen steht, sondern das ist nur chronikal überliefert. Mhm. Ja, dass sie, um diesen Vertrag zu besiegeln, gemeinsam in einem Bett geschlafen haben, an einem Tisch gegessen haben, um sozusagen symbolhaft zu zeigen, dass sie wirklich wie eine Person handeln und wie eine Person sind. Aber realpolitisch war dann schon der Bayer derjenige, der die Hosen angehabt hat. Genau, das schon. Die Welt des Mittelalters ist für uns heute eigentlich sehr schwer zugänglich. Das Weltbild ist ein ganz anderes. Die Menschen leben in einer sehr stark religiös geprägten Umgebung. Der Tod war allgegenwärtig. Die Lebenserwartung ist relativ kurz im Mittelalter. Und das prägt die Menschen natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Die Menschen sind auch großteils illiterat, das heißt, sie können weder lesen noch schreiben. Und deswegen ist es auch recht schwierig, sich seiner Lebenswelt anzunähern. Es gab die absolute Elite, also der König, der Herrscher, darunter zumindest im Verbund des Heiligen Römischen Reiches, die Kurfürsten und dann der dritte Stand, die normalen Fürsten, die Grafen, die Adeligen. Aber die anderen, die darunter waren, die Nicht-Adeligen, die hatten gar keine Art der Vertretung. Im mittelalterlichen Leben spielen Religion und Aberglauben eine große Rolle. Das Heilige Römische Reich gilt als letztes der 4 Weltreiche. Das jüngste Gericht würde nicht hereinbrechen, solange das Kaiserreich bestünde, glaubt man. Der deutsche König, der alle Macht innehat, ist der einzige, der diese Kaiserwürde beanspruchen darf. Was ist das? Das ist die Krone des Heiligen Römischen Reiches. Das ist sie? Das ist sie. Welche Vorteile hat es denn, Kaiser zu sein? Diese ganzen Kaiser sahen sich ja immer in der Nachfolge der römischen Kaiser. Ja. Und deshalb als Symbol der Kontinuität, dass dieses Reich nicht aufgehört hat zu existieren. Er musste dafür sorgen, dass im Inneren des Reiches Frieden herrscht. Und dann musste er das Reich nach außen auch verteidigen. Und man konnte Prestige für die eigene Familie erwirtschaften. Man konnte dann mit einer klugen, gezielten Politik Länder erwerben. Am besten friedlich mit heiraten. Was muss man denn können, außer Geld haben als Kaiser? Man musste zumindest einmal militärisch erfahren sein. Das war also in dieser Zeit, aus der diese Krone stammt, immer noch wichtig. Ja. Man musste Sprachen sprechen? Sprachen musste man sprechen. Also Karl zum Beispiel konnte 5 Sprachen. Dann Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Latein, Böhmisch, Französisch, oder? Genau, ja. Und man musste, was immer ganz wichtig ist, ein gerechter Herrscher sein. Und ein gerechter Herrscher ist jemand, der also Recht sprechen kann und der sich an die Gesetze hält. Und wenn er neues Recht schafft, dass das auch ein gerechtes Recht ist. Kurzum, der Job als Herrscher war vor allem mühsam, denke ich. Ja. Ja, ich weiß das. Ich weiß das besser als manch anderer. Das ist wahnsinnig anstrengend. Bitte, wo ist der schon wieder? Ich habe eine Krone kaufen müssen, ich kriege ja deine nicht. Ja, ich habe gedacht, ich habe die verloren. Geh mal. Da muss schon sehr viel passieren, dass du mich verlierst. Das stimmt. Konflikte, Begehrlichkeiten, Zugeständnisse. Der Wittelsbacher König Ludwig der Bayer, nach dem Tod des Habsburgers Friedrich des Schönen endlich Alleinherrscher, wird immer weiter geschwächt.
Ludwig verliert seine Machtposition dadurch, dass er im Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England ein bisschen unglücklich agiert und die Luxemburger die Politik des Wittelsbachers in diese Richtung nicht gutieren. Außerdem ist Ludwig ja immer noch exkommuniziert, also vom Papst aus der Kirche ausgeschlossen. Und dem späteren König Karl IV. Gelingt es, diese Position auszunützen. Es ist irgendwie so ein Übergang der Macht von Ludwig an Karl, der langsam beginnt und dann immer mehr alles Richtung Luxemburg hinfließt. Die Kurfürsten werden bestochen. Und Karl IV. Lässt sich in Bonn zum römisch-deutschen König wählen. Noch während der Amtszeit Ludwigs. Nach dessen Tod wird Karl gekrönt. 1355 wird er schließlich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Welcher ist jetzt der Karl? Der mit der Krone. Was mir auffällt, wenn ich Karl IV. Anschaue, ist, dass er eine ziemliche Hippie-Frisur gehabt hat. Einen Hippie-Bart und einen sehr eleganten Knick in der Hüfte. Na, bei der Figur musst du ja wissen, dass die hoch oben am Stephansdom gestanden ist und man sie von unten sehen musste. Deshalb hier diese vielleicht ein bisschen komische Darstellung. Was weiß man über Karl IV., so privat? Karl IV. War eine Ausnahmeerscheinung unter den Herrschern des 14. Jahrhunderts. War über alle Maßen gebildet, konnte 5 Sprachen, ist in Frankreich am französischen Königshof erzogen worden. Warum ist er in Frankreich ausgebildet worden? Ist ja nicht normal, oder? Naja, das Wort normal. Es gab enge Verbindungen zum französischen Königshof und der Vater Karls dachte wohl, dass der französische Hof der richtige Platz für den Jungen ist. Schade, dass das mein Papa nicht gedacht hat. Karl ist ein sehr tatkräftiger Herrscher, zielbewusst, sicherlich auch skrupellos, muss man auch sein. Ja. War also, wenn man es zusammenfasst, ein ziemlich erfülltes Herrscherleben, das er hatte. Und ein sehr erfolgreiches. Die ganze Figur ist hier als Herrscher zu erkennen. Es ist, hat auch diese Insignien, die Reichsinsignien, ja, würde man sagen. Und damit ist klar, hier steht der Herrscher vor dir. Ich habe auch ziemlichen Respekt. Ich sage das ganz offen. Das merkt man nicht immer. Echt nicht? Ja. Karl IV. Wurde zum König gewählt, hat aber sofort versucht, seine eigene Macht innerhalb seiner Länder zu stärken. Man nennt das Hausmacht. Je größer dieses Territorium ist, über das der König verfügt, desto mehr Einfluss und desto mehr Macht kann er natürlich auch wirksam machen. Er versucht also einerseits in seinem Territorium Macht zu kumulieren, seine Hausmacht zu stärken und andererseits das dann auch nach außen zu verteidigen. Prag floriert und entwickelt sich zu einem Kunst- und Wissenschaftszentrum. Die erste deutschsprachige Universität wird gegründet. Doch Karls Macht wächst in einer apokalyptischen Welt. Katastrophen brechen herein. Die Pest sorgt für zehntausende Todesopfer. Um das Reich in dieser schwierigen Zeit zu stabilisieren und seine eigene Familie abzusichern, muss Karl IV. Handeln. Die zerstrittenen Reichsfürsten versammeln sich am Reichstag in Nürnberg. Karl IV. Gelingt es mit viel Geschick, die Unstimmigkeiten auszuräumen. Schließlich wird die Macht zwischen dem König und den 7 Kurfürsten aufgeteilt. Die goldene Bulle wird erlassen. Zieh nicht an, das wird ja schief, sag einmal. Du bist echt der Zetzen. Nein, ich möchte genau sein. Das ist ja meine Krone und nicht deine. Ja, Mensch. So, jetzt gehen wir es weg. Das ist die goldene Bulle. Das ist die goldene Bulle, ja. Ja, aber ich habe mir das irgendwie größer vorgestellt. Irgendwie so kaiserlicher. So, so 2 Meter mal 2 Meter. Ja, und aufgerollt und irgendwie so. Das ist ein großer Irrtum. Mittelalterliche Urkunden sind nicht aufgerollt. Aha. Und bei dem vielen Text, der in der goldenen Bulle drinnen ist, wäre das auf ein Pergament gar nicht gegangen. Deshalb ist es zwar inhaltsschwer, aber sie ist ein Buch im Prinzip. Schauen wir hinein. Das Goldsiegel gibt der Bulle ja den Namen. Genau, also die
Bulle ist eigentlich ein Metallsiegel. Jede Form von Metallsiegel wird als Bulle bezeichnet. Und dieses Siegel hat dann auch dem gesamten Dokument eigentlich den Namen gegeben. Nicht bei den Zeitgenossen, aber dann schon ab ca. 1400 heißt das Ding Goldene Bulle. Also das Siegel hat zwei verschiedene Darstellungen. Auf der einen Seite sieht man den thronenden Kaiser, also Karl IV., der die Goldene Bulle ja erlassen hat, mit Zepter und Reichsapfel dargestellt und auch der Krone natürlich. Und auf der anderen Seite sehen wir eine mehr oder weniger schematische Darstellung von Rom. Rom war ja das Zentrum der Welt im Mittelalter und das ist eigentlich auf kaiserlichen Ziegeln immer auf der Rückseite abgebildet. Die Goldene Bulle umfasst 31 Kapitel. Sie ist das älteste Grundgesetz des Heiligen Römischen Reiches und regelt die Königswahl per Mehrheitsbescheid. So sollen zum Beispiel Doppelwahlen und damit auch Kriege vermieden werden. Einerseits steht da immer genau festgelegt drinnen, wie viele Kurfürsten es überhaupt gibt, also diese Zahl von 7. Mhm. Dann wer überhaupt Kurfürst ist. Es gibt also 3 geistliche Kurfürsten, dann gibt es 4 weltliche. Das ist dann dieses Kurkollegium, das den deutschen König zu wählen hatte. Dann, ganz wichtig, sind alle möglichen zeremoniellen Fragen, nämlich auch, wer als erster seine Stimme abgibt, wer als zweiter seine Stimme abgibt und so weiter. Also das ist alles ganz genau definiert. Zum Beispiel in diesem Kapitel von Zubereitung der kaiserlichen und königlichen Tisch. Und den kaiserlichen oder königlichen Tisch soll man also zurichten und bestellen, dass er über anderen Tafeln oder Tischen des Saals 6 Schuh höher erhoben sei. Und an denselben soll man an einem hochfeierlichen Hof niemand setzen, dann einen Kaiser oder König. Das interessiert mich am meisten, das Essen. Was hat's denn zum Essen? So genau ist es nicht. Haben die ein gutes Supperl gehabt? Weil die haben sicher gutes Supperl gehabt. Ein Essen ohne Suppen ist ein Jausen, sag ich. Die Bulle normiert teilweise natürlich bereits rechtliche Gebräuche, die bekannt waren, die Usus waren, und schreibt sie fest. Das Interessante an der Goldenen Bulle ist eben, dass sie sich als Rechtsbuch durchgesetzt hat. Man hätte auch sagen können, okay, da hat der Karl IV. Irgendwann einmal eine Urkunde erlassen. Der nächste König sagt, interessiert mich aber nicht mehr, wir machen das anders, ich mache eine neue Wahlordnung etc. Aber offenbar ist das etwas gewesen, auf das man sich geeinigt hat, das dann sehr schnell gebräuchliches Recht geworden ist und das man dann auch nicht mehr angezweifelt hat. Man muss sich hier vergegenwärtigen, dass man sich zu dieser Zeit in einer oralen Welt befindet und das Reich ist schon auch für die Zeitgenossen ein abstrakter Raum. Ja, das ist ein großer Bereich. Die meisten Menschen haben damit eigentlich in ihrem Alltagsleben überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Königswahl und auch diese Königskrönung in diesen festen, repräsentativen Abläufen stattfindet, weil dadurch entsteht das Reich auch gewissermaßen. Und diese Funktionen, die die einzelnen Personen im Reich haben, eben wie der König, wie die Kurfürsten, die auch sogenannte Erzämter innehaben, das heißt, einer trägt das Schwert, der andere trägt die Krone. Alle diese Funktionen, die lassen das Reich lebendig werden im Rahmen dieser Krönung. Ganz wichtig an der Goldenen Bulle ist, dass der Papst hier bei dieser Königswahl nichts mehr mitzureden hat. Hier hat es der Karl IV. Aber eigentlich recht geschickt gelöst. Es war dann auch ein päpstlicher Legat anwesend und die Goldene Bulle wurde eben erlassen in dessen Anwesenheit. Und der hat da keinen Einspruch erhoben. Damit war das eigentlich geklärt. Wer schweigt, stimmt zu. So ist es. Die Goldene Bulle privilegiert wenige Adelsfamilien. Und so wie der Papst bei der Königswahl nichts mehr mitzureden hat, sind auch die Wittelsbacher und die Habsburger von der Wahl ausgeschlossen. Karl IV. Will seine Dynastie an der Spitze des Reiches sehen. Das Tierhaut. Ja, das weiß ich. Aber es ist sensationell erhalten. Ich meine, das ist 650 Jahre alt. Das Ganze ist schon restauriert worden. Es ist ja, der Einband ist neu. Siegelschnüre wurden einmal neu gemacht. Das sieht man auch, also wie die hier sind. Ja. Aber es ist natürlich auch unser Job, dass wir uns darum kümmern, dass diese Objekte die Zeit überdauern. Und das ist nämlich wirklich das Exemplar
Karls des Vierten, also sein persönliches Exemplar. Es gibt ja insgesamt 7 Exemplare der Goldenen Bulle, die erhalten sind. Wir haben 2, also wir haben ja von allen wichtigen Dokumenten 2. Das heißt, es wäre kein Problem, dass ich eines mitnehme. Doch. Ah, es wird schon auffallen. Wird auffallen? Ja, das wird auffallen. Und wie gesagt, aber machen wird es euch nichts. Auch. Da kriegen wir Probleme. Jetzt haben wir uns so gut verstanden. Ja, aber da sind wir sehr humorlos. Kindisch hätte ich jetzt gesagt. Oh, das schönste Exemplar der Goldenen Bulle ist ja eigentlich die Prachthandschrift des Königs Wenzel, also des Sohnes von Karl. Das liegt in der Nationalbibliothek und das ist unglaublich bunt und farbenfroh, prächtig ausgestattet und ist aber natürlich kein rechtlich gültiges Exemplar, weil es bunt ist. Nicht, weil es, ja, also bunt ist im Mittelalter ja vieles gewesen. Es ist ja kein dunkles Mittelalter, sondern es war eigentlich sehr bunt. Ja. Aber es ist natürlich keine Urkunde. Karl IV. Lässt seinen Sohn Wenzel, den Faulen, zu seinem Nachfolger wählen und hält so die Krone in der Familie. Doch Wenzel erweist sich als ungeschickt, verpfändet Reichsgut und bringt seine Untertanen gegen sich auf. Die Konsequenz: König Wenzel wird von den Kurfürsten schließlich abgesetzt. Da wird von uns auch sichtbar, dass die Kurfürsten sich als Vertreter des Reiches sehen und sich quasi auch selbst so wahrnehmen, dass sie für den Zusammenhalt des Reichs, für den Frieden im Reich zuständig sind. Also da entsteht ein gewisser Gegenpol auch zum König. Sie wählen den König, aber sie sind auch gewissermaßen eine Kontrollinstanz. Und das kristallisiert sich eigentlich auch anhand dieser Situation heraus, weil vorher hat es das nicht gegeben, dass die Kurfürsten einen König abgesetzt haben. Die Geschichte urteilt oft recht hart über Verlierer. Und Wenzel gilt eben als ein König, der zum Regieren zu bequem gewesen ist, der vielleicht lieber gelebt hat. Und vielleicht hat er auch einfach mehr Spaß gehabt am Leben als am Regieren. Kann man ihm vielleicht auch nicht verübeln. Ne? Dem Karl hat das dann ja nicht so viel gebracht, oder? Die Goldene Bulle. Auf die lange Sicht gesehen hat dieses Dokument den Habsburgern sehr genützt, die ja als kleiner ironischer Witz der Geschichte übergangen wurden und sich übergangen gefühlt haben und am Ende immer schön auf diese Goldene Bulle zurückgreifen konnten, um dann ihre Herrschaft und ihre Dynastie auszubauen und über die Jahrhunderte zu festigen. Und es hat ja dann eigentlich bis 1816 nur mehr noch einen Kaiser gegeben, der nicht aus dem Haus der Habsburger gekommen ist. Das Heilige Römische Reich ist 1806 mit dem Habsburger Kaiser Franz II. Zu Ende. Neue Zeiten brechen an, neue Reiche entstehen. Und die Goldene Bulle wird unwirksam. Nein, rechtlich gesehen hat sie dann ihre Bedeutung verloren. Aber natürlich historisch gesehen hat sie dann an Bedeutung gewonnen. Weil sie wurde dann natürlich von einer rechtlichen Quelle zu einer historischen Quelle nach 1806. Ah, ins Archiv bitte. Jawohl. Ich sag dir eins, du darfst sie dann nicht aufsetzen. Na? Ob es verpassen wird? Nein, da braucht man einen würdigen Schädel dafür. Ja, das glaube ich. Die Goldene Bulle war ein halbes Jahrtausend gültig und sorgte für Stabilität im Heiligen Römischen Reich. Ihre Bedeutung erlangte sie schließlich vor allem durch ihre Rezeption. Im Mittelalter muss man sich meiner Meinung nach sehr vorsichtig annähern und darf da nicht vorschnell Schlüsse ziehen aus unserer heutigen Sicht auf die Welt. Das ist eine sehr ferne Zeit und von völlig anderen Gesichtspunkten geprägte Zeit als die heutige Gegenwart oder auch die jüngere Vergangenheit. Es hat Auswirkungen bis heute. Die Goldene Bulle ist ja das zentrale Verfassungsdokument des Heiligen Römischen Reiches. Und das, was wir heute Mitteleuropa oder Zentral- und Ostmitteleuropa nennen, das ist ja das, was in der Nachfolge dieses Reiches alles entstanden ist. Und durch die Formierung all dieser Länder, in denen wir heute hier leben, in denen die EU heute existiert,
Das ist all das, was durch die goldene Bulle eigentlich grundgelegt wird. Servus. Für dich.